Auch von mir ein herzliches Willkommen hier aus dem schönen Köln. Wo Sie alle sitzen, weiß ich nicht, aber wir sind ja mit 50 Teilnehmenden hier ganz gut unterwegs am Freitagnachmittag. Wir haben eine Stunde die Gelegenheit, jetzt hier uns die Softwarelösung aus dem Hause Data Context, in deren Namen ich Sie auch ganz herzlich begrüßen darf, anzusehen. Kann Ihnen aber auch versprechen, dass wir das alles innerhalb der Zeit schaffen werden, aber auch ausreichend Zeit haben für Ihre Fragen. Von daher fragen Sie gerne alles Mögliche, damit wir hier auch ein bisschen in Dialog kommen und ich nicht eine Stunde monologisieren muss. Das kann ich, aber ich glaube, am informativsten wird es, wenn Sie auch Ihre Fragen hier platzieren können. Und dafür ist explizit ausreichend Zeit. Ja, ich habe drei Produktkategorien mitgebracht. Einmal hier die E-Learnings, einmal den Data Agenda Datenschutzmanager und die Excel Tools. Das soll aber keine reine Vertriebsveranstaltung werden, auch wenn das alles seriöse Produkte von Data Context sind, habe ich zumindest den Anspruch, dass wir hier zumindest noch ein bisschen theoretischen Unterbau liefern, einfach zu sagen, warum ist das Ganze für Sie hilfreich, wofür brauchen Sie das, wo ist das relevant, an welcher Stelle. Deswegen habe ich zumindest eine inhaltliche Einführung, bevor ich Ihnen die drei Produktkategorien dann näher beleuchte. Ja, zu meiner Person vorneweg. Ich habe im Datenschutzrecht promoviert 2016 zum Recht auf Schadensersatz nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung und bin seitdem tagtäglich mit dem Thema Datenschutz befasst, sowohl halt in der Wissenschaft, in verschiedenen Lehraufträgen, in zahlreichen Publikationen, Kommentierung der Datenschutzgrundverordnung, Kommentierung des Bundesdatenschutzgesetzes, Landesdatenschutzgesetzes NRW und auch lange bei der GDD dabei, doch in der Mitgliederberatung aktiv gewesen, inzwischen jetzt mehr hier für unseren Kooperationspartner Data Context als Autor und Produktentwickler im Boot und ansonsten natürlich auch für verschiedenste Tagungen, Schulungen oder auch sonstige Fragen rund um den Datenschutz für alles zugänglich und zu haben. Also scheuen Sie nicht, den Kontakt aufzunehmen bei Interesse. Am Ende der Präsentation finden Sie auch nochmal sämtliche Kontaktdaten meiner Person. Ja, warum machen wir das Ganze? Ja, mit der Datenschutzgrundverordnung sind die Verantwortlichen, sprich die Unternehmen, die internen, die externen Datenschutzbeauftragten, aber auch alle sonstigen Akteure darauf angewiesen, halt ihr Datenschutzmanagement zu organisieren. Und das werden halt auch immer mehr Akteure. Denken Sie an Datenschutzkoordinatorinnen, denken Sie an Datenschutzmanagerinnen. Das sind alles Instrumente, die zunehmend Funktionen, die zunehmend im Betrieb Einsatz finden und das ist schon mal gut, dass das Thema personelle Ressourcen sukzessive wächst. Ich weiß selber ganz genau von Ihnen, von den verschiedensten Datenschutzbeauftragten, dass es zu langsam wächst, dass die Stellenausstattung immer noch zu gering ist. Aber es geht zumindest in die Richtung aufwärts. Aber zu den Ressourcen möchte ich meinen, gehört auch das entsprechende Rüstzeug. Und das würden wir Ihnen hier heute gerne mit auf den Weg geben, einmal zu sagen, was sind überhaupt die Hauptaufgaben des Datenschutzes und wie ergeben sie sich aus der Datenschutzgrundverordnung und dann ein paar Lösungsoptionen mit dem Data Agenda Datenschutzmanager, mit den Excel-Tools, aber auch mit E-Learnings als Schulungsmaßnahmen. Ja, das ist so ein bisschen die inhaltliche Agenda, Stufe 1, 2, 3. Dann kommen wir, wie gesagt, zur Produktpräsentation und am Ende freue ich mich auf Ihr Feedback, auf Fragen aller Art. Alles kriegen wir hier gut runter. Dann starten wir an der Stelle in die Inhalte. Ja, Ausgangspunkt ist für alle im Betrieb, für alle in der Datenschutzorganisation maßgeblich die Rechenschaftspflicht, wie sie sich aus Artikel 5 Absatz 2 ergibt. Artikel 5 Absatz 1 enthält aus meiner Sicht nichts Neues. Alle, die schon vorher Datenschutz gemacht haben, wissen, Datenschutz musste schon, jede Datenverarbeitung musste vorher schon rechtmäßig gestaltet sein, sie musste transparent sein, sie musste den Zweckbindungsgrundsatz einhalten, was früher Datensparsamkeit ist, war es heute die Datenminimierung. All das ist nichts Neues. Wirklich maßgeblich neu ist dann die Regelung des Artikel 5 Absatz 2, die Rechenschaftspflicht. Und wenn man den Satz hier, so wie er da in der Gesetzesnorm steht, zu Ende denkt, dann sagen wir als GDD, als Data Context, das ist am Ende des Tages nichts anderes als eine Beweislastumkehr. Der Verantwortliche muss nämlich für die Einhaltung des Datenschutzrechts die Nachweispflicht jederzeit erfüllen können. Und das sehen Sie dann nochmal in der Konkretisierung in Artikel 24 Absatz 1 hier auf der rechten Seite. Das ist in dem Kapitel der sogenannten Organisationspflichten des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters. Und adressiert ist hier halt nur der Verantwortliche, aber sei es drum.
Hier auf jeden Fall leiten wir aus diesem Artikel 24 die unmittelbare Folge ab, dass jede verantwortliche Stelle ein Datenschutzmanagementsystem braucht. Also hier gibt es keine Ausnahmebereiche, hier gibt es keine Mitarbeiterschwellwerte wie beim Datenschutzbeauftragten, dass man erst sagt, ab großen Unternehmen wie 20 oder 250 Mitarbeiter braucht es dieses Datenschutzmanagementsystem. Nee, das braucht jeder Verantwortliche, auch jeder ehrenamtlich aktive Verein, der eine Rechtseinheit darstellt, genauso wie jedes kleine Unternehmen, jeder Handwerksbetrieb. Alle sind hier entsprechend gesetzlich verpflichtet, mit der DSGVO die Accountability einzuhalten, nämlich dergestalt, dass sie ein Datenschutzmanagementsystem implementieren. Ja, und wenn man das hier nochmal zusammenfügt, die Anforderungen des Absatz 1 Artikel 5, hier unten sind sie in den Bullet Points aufgelistet, das nochmal zusammengeschoben mit den Anforderungen oben stehend Artikel 5 Absatz 2. Eben der Verantwortliche muss die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze nachweisen können. Und das führt halt zu einer Nachweispflicht, dass sie halt jeweils den Nachweis dafür erbringen können müssen, dass eine Datenverarbeitung rechtmäßig war. Das führt in naheliegenden Gedanken immer wieder zum VVT. Da müssen sie auch die Rechtmäßigkeit dokumentieren. Wir müssen aber auch die Transparenz dokumentieren, sprich die Informationspflichten, Artikel 13, 14 und viele weitere Anforderungen. Also sehen Sie die Absätze 1 und 2 im Artikel 5 nicht isoliert voneinander, soll die Folie Ihnen mit auf den Weg geben, sondern in einem Zusammenspiel. Nur so ist es richtig zu verstehen. Ja, und der Artikel 24 als Organisationspflicht war angesprochen. Die Datenschutzgrundverordnung verfolgt ja immer wieder den risikobasierten Ansatz, auch hier. Aber wie bereits gesagt, es gibt hier keine Ausnahme. Also jeder Verantwortliche muss halt ein Datenschutzmanagementsystem implementieren und dabei natürlich die Art der Datenverarbeitung, den Umfang, die Umstände, die Zwecke und so weiter berücksichtigen als Parameter. Aber nichtsdestotrotz muss er das richtig machen. Und dann sieht man unten als letzten Bullet Point in Artikel 24 sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen angesprochen. Und das führt uns Datenschützer immer zu Artikel 32, wonach hier die Sicherheit verlangt ist, aber das auch nicht als Projekt zur Implementierung von TOMS, sondern die Datenschutzgrundverordnung normiert es genauso. Datenschutz ist Daueraufgabe und Sie brauchen Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung, Evaluierung und so weiter. Das zeigt, Datenschutz ist nicht als Projektherausforderung zu sehen und zu lösen, sondern ist eine Daueraufgabe. Es ist am Anfang ein großer Implementierungsaufwand. Ja, das kann man auch als Projekt gestalten. Ja, aber dann schließt daran definitiv die fortlaufende Pflege an. Datenschutz ist hier nicht nur Checklisten erfüllen und dann weiterarbeiten in anderen Fachbereichen, sondern wirklich eine permanente Daueraufgabe und eine sogenannte Querschnittsaufgabe, die alle Fachbereiche durch ein Unternehmen hinweg berührt. Ja, wie könnte man ein Datenschutzmanagementsystem implementieren, dort, wo keins ist? Ja, nichts, auch wenn die Datenschutzgrundverordnung seit 2018 im Mai gilt, ist sie natürlich nirgendwo perfekt zu 100% umgesetzt. Das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, sondern 100% ist einfach ein hoher Anspruch. Aber wir wissen halt, seit Mai 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung, aber auch hier sind Gesetze im Fluss. Das Bundesdatenschutzgesetz gilt genauso. Das wurde zwischenzeitlich mal angefasst, nämlich an der Stelle des Paragraphen 38 wurde die Bestellgrenze von 10 auf 20 Mitarbeiter mal eben verschoben. Also hier sieht man, Gesetze sind dynamisch. Oder wir sind jetzt heute, was haben wir, den 19.11. Ja, in 12 Tagen gilt ein neues Gesetz für uns deutsche Rechtsanwälte, nämlich das TTDSG als sogenanntes nationales E-Privacy-Recht, auch das gilt. Und da muss man sich die Gesetze natürlich anschauen, was fordern die Gesetze. Im BDSG beispielsweise ist nur Teil 1 und 2 für die Unternehmen einschlägig, Teil 3 ist dann für Justiz und Inneres, können Sie streichen. Genauso ist es mit der DSGVO, da sind 99 Artikel. Nicht aus jedem Artikel leitet sich für Sie eine andere Aufgabe ab. Denken Sie beispielsweise einfach mal an Artikel 99 selber, da steht einfach nur drin, die Datenschutzgrundverordnung gilt ab dem 25. Mai 2018. Daraus leitet sich für Sie jetzt kein To-Do. Dann müssen Sie gucken, das ist die Soll-Analyse, und dann gehen Sie in die Ist-Analyse. Was haben Sie im Unternehmen denn vorliegen? Für alle, die schon vor dem 25. Mai 2018 Datenschutz gemacht haben vielleicht ein Verfahrensverzeichnis, vielleicht sage ich ganz bewusst, das war natürlich vorher Rechtspflicht. Wir hatten aber früher nicht die hohe Bußgeldkultur, von da aus wurden die Rechtspflichten dann noch sehr selektiv behandelt und dementsprechend kann man nicht immer davon ausgehen, dass es etwa ein Verfahrensverzeichnis gibt.
Wenn es das eben nicht gibt, muss man das Rad für den Datenschutz aber auch nicht gänzlich neu erfinden. Sie sollten immer da auf Strukturen und Schnittstellen zurückgreifen, wo es schon was gibt. Und was kann das sein? Das kann natürlich eine Prozesslandkarte sein. Das kann eine Prozessübersicht sein. Das können ganz detaillierte Dokumentationen, die es jeweils im Unternehmen gibt, hier sein. Da müssen Sie einfach gucken, was ist da, was entspricht Ihrer Firmenkultur, und dann bedienen Sie sich daran. Und dann verbinden Sie das, verknüpfen Sie das mit der Thematik des Datenschutzes und haben schon die Hälfte der Arbeit gespart. Gespart haben Sie dann die Hälfte der Arbeit im positiven Fall, aber trotzdem sind wir dann hier in der dritten Ware rechts, die Organisation. Es ist definitiv nötig, dass Sie Ressourcen, sprich Personalia, benötigen. Aber wie auch gesagt, Sie benötigen auch zusätzlich Rüstzeug, Tools, Support. All das wollen wir Ihnen heute ein bisschen illustrieren. Ja, Verantwortlichkeiten sind festzulegen. Das führt uns dann nahtlos weiter auf die nächsten Bereiche. Dort heißt es immer, der Verantwortliche muss beispielsweise die betroffenen Rechte gewährleisten, sprich die Informationspflichten bereitstellen, Auskunftsansprüche vornehmen. Aber all das können Sie natürlich als Verantwortlichkeit auch weiterreichen in die Fachbereiche, weil es dezentral in aller Regel gelebt werden sollte. Also die Personalabteilung muss selber bereit sein, in der Lage, ihre Beschäftigten, ihre BewerberInnen zu informieren. Und die sollten auch in der Lage sein, Auskunft bereitzustellen. Genau dasselbe gilt hier für die Bereiche der Datenpannenmeldung. Also hier könnte es vielleicht einen zentralen Prozess geben, aber auch den müssen alle kennen. Auftragsdatenverarbeitung, früher ADV, heute AV, das ist ein bisschen bekanntes Thema. Alle Dienstleister, die als Auftragsverarbeiter firmieren, da ist die zwingende Rechtsfolge, dass es einen AV-Vertrag geben muss. Und dieser ist dann entsprechend zu schließen und zu dokumentieren. Das ist eine kolossale Hauptaufgabe. Wie gesagt, das sind jetzt hier einige Hauptaufgaben. Der Folie nach kommt danach noch die 2 von 2. Und das sind wirklich nur selektive Hauptaufgaben. Das sind definitiv nicht alle. Soll Ihnen einfach zeigen, wie viel To-Dos es offenkundig schon gibt. Gemeinsame Verantwortliche gibt es auch zunehmend mehr. Es gibt Dienstleister, die agieren, wie gesagt, als Auftragsverarbeiter. Es gibt auch Mitwirkende, die agieren als gemeinsam Verantwortlicher. Und dann verlangt der Artikel 26 doch, dass es eine sogenannte transparente Vereinbarung geben muss. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, wie gesagt, ist eine große, lästige Rechtspflicht, machen wenig Leute gern, kann ich auch nachvollziehen, ist ja auch nur ein rein internes Dokument und schafft wenig Freude, aber wir kommen darauf zu sprechen, Sie müssen es machen. Und wenn Sie es ja schon machen müssen per Gesetz, sehen Sie es als Chance, das vielleicht als Grundlage für ein schönes Datenschutzmanagementsystem zu verstehen. Löschkonzepte, auch hier gilt der Grundsatz, Daten, die nicht mehr für die Datenverarbeitung erforderlich sind, müssen salopp gesagt weg. Sie müssen gelöscht werden, sofern daran keine Aufbewahrungsfristen anschließen. Das ist recht und billig, wenn das der Fall ist, aber genau das müssen Sie halt vorher definiert haben und das müssen Sie auch vorher informiert haben an die betroffene Person. Stichwort Bewerbungsverfahren, abgelehnter Bewerber. Wie lange wollen Sie diese Bewerbung rechtmäßig aufbewahren? 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, das müssen Sie dann auch entsprechend argumentieren können. Ja, dann der ganze Bereich der TOMS, technische und organisatorische Maßnahmen. Hier müssen Sie risikoorientiert und angemessene Maßnahmen treffen. Auch hier kann ich Ihnen immer nur sagen, müssen Sie das Rad nicht neu erfinden. Die IT ist mit dem Thema aus Gründen der IT-Sicherheit befasst. Der Datenschutz widmet sich der Thematik aus Gründen der Datensicherheit. Aber Sie sollten auch hier sämtliche Synergien, die vorhanden sind, nutzen, sprich, was ist im Haus schon da an Dokumentation, vielleicht Betriebskontinuitätskonzepte, BCMs, vielleicht Notfallkonzepte. Ja, dann das große Thema Schulungen der Beschäftigten. Das zeige ich Ihnen am Ende noch, dass hier E-Learnings eine ganz gute Lösung sein können, spätestens seit Corona, aber auch wahrscheinlich darüber hinaus ist das ein guter Weg. Datenschutzfolgenabschätzung ist eine große Hauptaufgabe, wenn es keine Datenschutzfolgenabschätzung bedarf, vielleicht zumindest eine Schwellwertanalyse. Also Sie sind von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, sich mit dem Thema Risiko halt zu befassen. Und dafür dient halt das Thema Datenschutzfolgenabschätzung, Schwellwertanalyse. Datenübermittlung in Drittstaaten könnte ich Ihnen jetzt natürlich ein eigenes Tagesseminar zu halten, seit Schrems II, dem Urteil des EuGH im letzten Sommer 2020. Danach ist es halt sehr schwierig geworden, rechtmäßig, rechtsdogmatisch korrekt Daten in die USA zu übermitteln. Wir wissen, es findet nach wie vor statt. Die Geschäfte laufen weiter. Das ist ja auch sinnvoll im Sinne der Ökonomie. Aber im Sinne des Datenschutzrechts ist das sehr, sehr komplex und sehr anspruchsvoll geworden.
Privacy by Design, Privacy by Default finden Sie auch im Kapitel der Organisationspflichten, ist auch etwas Neues nach der Datenschutzgrundverordnung. Sehe ich jetzt aber auch ein wenig nachrangiger, weil ich das eher als Gebote verstehe und nicht als harte Rechtspflichten. Ansonsten gäbe es nicht regelmäßig Kühlschränke oder neue Fernseher, die Sie kaufen, wo Sie sich erstmal einloggen müssen oder Nutzeraccounts anlegen müssen. Das hat nichts mit Privacy by Design zu tun. Ja, wir sind immer noch im Bereich, das Datenschutzmanagementsystem im Unternehmen aufzubauen. Wir haben uns angeschaut, was ist der Sollbedarf, welche Gesetze sind einschlägig, beispielsweise hat DSGVO, Bundesdatenschutzgesetz, fachbereichsspezifische Gesetze, das TT-DSG ab dem 1.12. Und jetzt gucken wir, welche Strukturen sind denn hausintern vorhanden. Und hier sagte ich ja schon, hier muss der Datenschutz nicht zum Selbstzweck in einem Bauunternehmen, in einem Architekturbetrieb, in einer Medienagentur werden, sondern er hat eine dienende Funktion. Er muss gewahrt werden, aber vielleicht haben Sie hier auch noch eine Compliance-Abteilung im Haus, vielleicht auch größer gefasst ein Justiziariat, eine Rechtsabteilung. Vielleicht haben Sie ein Qualitätsmanagement, was auch mit dem Thema Datenschutz konfrontiert ist. Die IT wird sicherlich mit dem Thema Datenschutz konfrontiert sein. Vielleicht gibt es auch einen IT-Sicherheitsbeauftragten. Bei den Revisoren erleben wir es zunehmend, dass die auch den Datenschutz überprüfen. Es gibt den IDW-Prüfstandard. Das ist das Institut der Wirtschaftsprüfer, die einen eigenen Prüfstandard zum Datenschutz entwickelt haben und den auch sukzessive zunehmend einbauen und umsetzen. Ja, hier nochmal die Differenzierung. Die DSGVO in ihren 99 Artikeln stellt die Anforderung fast immer an den Verantwortlichen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss nicht an den Datenschutzbeauftragten. Der Datenschutzbeauftragte, kann man zwar übersetzen, ist der Beauftragte für den Datenschutz, ist aber nicht derjenige, der den Datenschutz operativ umsetzt. Weil nach Artikel 39 sind die Hauptaufgaben Beratung und Überwachung. Punkt. Das Operative obliegt, wie gesagt, dem Verantwortlichen. Im Falle einer GmbH beispielsweise wird die verantwortliche GmbH vertreten durch die Geschäftsführung, entweder als Kollegialorgan oder als eine Person, und die unterliegt der Rechenschaftspflicht. Die ist natürlich aber frei im Sinne ihrer Organisations- und Sorgfaltspflicht, diese Pflichten auch weiter zu delegieren. Datenschutzrechtlich wird sie immer am Ende des Tages den Bußgeldbescheid selber bekommen und bezahlen müssen. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Durchführungsverantwortung, so nennen wir es, dass natürlich auch die einzelnen Fachbereiche, Abteilungen, Bereichsleiter eine gewisse Sorgfaltspflicht auch für den Datenschutz in ihren Fachbereichen, Abteilungen und so weiter selbst mittragen. Und das bezieht sich dann auf alle dort befindlichen Organisationen, Prozesse, Systeme. Hier muss man dann gucken, welche Differenzierung man vornimmt, damit man 100% aller Datenverarbeitung, die im Hause vorgenommen wird, auch entsprechend erfasst. Ja, dann sind wir im Bereich der Implementierung des Datenschutzmanagementsystems, und Managementsysteme sind völlig unabhängig vom Bereich Datenschutz, leben von PDCA-Zyklen, und den sehen Sie hier links. PDCA-Zyklus ist übersetzt Plan, Do, Check, Act. Also nehmen wir beispielsweise hier unten das Thema Datenschutzverletzungen, sprich Datenpannen. Hier müssen Sie einen Prozess konzipieren. Diesen müssen Sie dann in der Do-Phase umsetzen, implementieren im Unternehmen. Sie müssen den dann checken. Das ist die betriebliche Selbstkontrolle. Das ist zuvorderst der Datenschutzbeauftragte. Das ist aber auch, wie gesagt, vielleicht die Revision, vielleicht auch der Betriebsrat, die sich mittlerweile mit der Prüfung befassen, auch die Revisoren. Und dann legen die den Prüfbericht vor, und dann ist auf der Ebene Act, ist dann wieder die Hausleitung gefragt zu sehen, was ist noch defizitär, was ist verbesserungsbedürftig und was muss angepasst werden. Und die Anpassung müssen dann wieder, dann sind wir wieder im Bereich von Plan, neu konzipiert werden. Die müssen danach wieder operativ ins Tool gebracht werden. Sie müssen dann wieder gecheckt werden, ob sie wirksam sind, und gegebenenfalls muss dann wieder neu nachjustiert werden in der Act-Phase. Also wie gesagt, das ist ein Zyklus, PDCA, ein Zyklus deswegen, weil er auch nie aufhört. Nach der Act-Phase schließt halt die Verbesserungskonzeption wieder an, und es geht halt immer, immer so weiter. So sind hier einzelne Bausteine jetzt mal eingefügt in diesen Zyklus. Das ist sicherlich ganz hilfreich. Die DSGVO macht diesen Weg, geht diesen Weg, damit die Verantwortlichen einfach genötigt werden, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden. Wie gesagt, das ist lästig, das vermag ich auch zu teilen, die Einschätzung. Aber ich sehe es auch im Umkehrschluss so, das ist alles eine rein betriebsinterne Vorgehensweise. Also Sie müssen hier nichts der Aufsichtsbehörde vorlegen. Sie müssen nicht der Aufsichtsbehörde sagen, ich mache meinen Datenpannenprozess so oder ich mache ihn anders und welcher Weg davon ist korrekt, und dann beantragt man eine Genehmigung und kriegt dann einen Prüfstempel. Nein, das ist alles
innerhalb des Verantwortlichen und von dem Verantwortlichen selbst, man muss es halt wieder sagen, zu verantworten. Und da taucht die Aufsichtsbehörde in all diesen Schritten null auf. Also aus meiner Sicht ist das wiederum auch sehr viel Beinfreiheit für Unternehmen, die sich dem Thema Datenschutz nähern wollen. So, jetzt springt das einmal hier hin und her, aber das ist die richtige Folie. Ja, wie gehen wir an die mögliche Umsetzung? Ja, wir sollten uns Sollwerte definieren, das Ganze am besten in einem hausinternen Leitlinien, Richtlinien, Konzept, wie auch immer Sie das Dokument nennen. Das ist nicht gesetzlich geregelt, von da aus können Sie es nennen, wie Sie wollen. Und hier gehe ich vom ersten Bullet Point in nicht fett aus. Artikel 30 ist, wie gesagt, die letzte Gerichtsrechtspflicht, sich alle Verarbeitungstätigkeiten einmal ins Nähe anzusehen. Und wenn ich mir alle Datenverarbeitung ansehe, ja, dann bin ich nach Artikel 30 Absatz 1 dazu verpflichtet, mir für jeden Datenverarbeitungsprozess die gesetzliche Rechtsgrundlage rauszusuchen und zu dokumentieren. Aber ich kann diesen Schritt, dieses VVT erstellen oder pflegen, ja noch so nutzen. Ich bin ja völlig frei, hier noch ein paar sinnvolle Fragen mit reinzupacken. Also wo werden die Daten erhoben? Dritterhebung oder Direkterhebung? Wie sieht es mit der Einbeziehung von Dienstleistern aus? Das Artikel 30 Absatz 1 sprach nur nach Empfängern. Da können Sie beispielsweise eintragen, Empfänger ist hier der Dienstleister XY als Auftragsverarbeiter. Ist dieser Dienstleister XY Auftragsverarbeiter, braucht es auch einen AV-Vertrag. Ja, wo findet sich der? Der lässt sich dann da auch einbinden, verknüpfen oder der Speicherort, der Speicherpfad ablegen. All das ist hier relativ leicht umsetzbar. Oder das wäre jetzt mal so der allgemeine Weg, um sich dem Thema Datenschutz im Unternehmen zu nähern, aus meiner Sicht, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Dieser Folie sehen Sie jetzt hier nochmal so einzelne Projekt-To-Dos. Wir sind, wie gesagt, im Jahr 2021, so roundabout 3,5 Jahre nach Start der DSGVO. Und wir erleben es natürlich so, dass nirgendwo der Datenschutz 100% perfekt läuft. Und was man immer noch mal als Projekt beispielsweise angehen kann, ist aus meiner Sicht die Umsetzung der betroffenen Rechte. Und hier ganz vordergründig hier die Informationspflichten Artikel 13, 14 für die betroffenen Personen, weil mit welchen betroffenen Personen haben Sie am Ende des Tages zu tun? Das sind einmal die hausinternen Beschäftigten als betroffene Personen und das sind dann entweder die Endkunden im B2C-Bereich oder halt auch die natürlichen Personen, die in ihren B2B-Kontakten sitzen. Also hier haben Sie verschiedene Ebenen zu differenzieren zwischen den betroffenen Personen und dann auch die Informationspflichten entsprechend differenziert zu erstellen. Ein großer Punkt ist hier noch, das will ich auch noch hervorheben, dritter Bullet Point, zweiter Bullet Point, die Ebene der BewerberInnen. Warum? Das ist aus der Erfahrung, die ich hier zumindest in der Kölner Anwaltschaft von Kollegen immer wieder höre, seit wenigen, ja, Monaten oder jetzt vielleicht 1,5 Jahren ein großes Streitthema in vielen arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen. Abgelehnte Bewerber führt AGG-Prozess, beantragt danach Auskunft, hat keine Infopflicht bekommen, keiner weiß, wie lange die Daten rechtmäßig gespeichert werden. Das Thema Schadensersatz verfolge ich, wie gesagt, intensiv, weil ich dazu promoviert habe. Und Sie sehen halt einfach, nicht erteilte Auskunft kann da mal eben 5.000 geben, aber auch vielleicht die nicht bereitgestellte Infopflicht, vielleicht nicht die erfolgte Löschung. Also das sind große Angriffsflächen, weil das gerade großes Konfliktpotenzial bietet. Das gilt dann natürlich für die anderen betroffenen Rechte genauso. Artikel 15, 16, 17, 18, 19, 20, Datenportabilität, ein neues Recht. Auch hier weiß ich, sind noch nicht alle so d'accord, dass sie die Datenportabilität praktisch umsetzen könnten, theoretisch vielleicht, aber hier sehe ich immer noch viel Nachbesserungsbedarf. Aber ich hoffe, höre, da ist irgendwo eine Frage, oder? Genau, es ist eine Frage gerade aufgekommen, und zwar, wenn eine Datenschutzrichtlinie einen Sollwert darstellt, heißt das doch im Umkehrschluss, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der Datenschutzrichtlinie die dort genannten Punkte noch nicht praktisch im Unternehmen umgesetzt sein müssen, sondern als Ziel definiert. Damit kann ich gut leben. Also ich kann eine Leitlinie, eine Richtlinie erlassen. Ich kann da reinschreiben, wir wollen uns an das geltende Datenschutzrecht halten. Zuvor das DSGVO und BDSTG. Und vielleicht sind Sie noch irgendwie im Gesundheitswesen aktiv, dann die Sozialgesetzbücher oder sonst was. Das können Sie so machen. Und dann delegieren Sie darin auch regelmäßig die Verantwortlichkeit, beispielsweise an Abteilungs- und Fachbereichsleiter. All das ist in der Leitlinie festgelegt und wird dann mit Implementierung dieser Leitlinie im Unternehmen angefangen zu leben. Das kann durchaus Ihr Weg sein, ja. Okay, Dankeschön. Gut.
Ja, das ist aus meiner Sicht ein ganz gangbarer Weg. Wie gesagt, hier sehen Sie nichts Neues auf der Auflistung. Das sind die Hauptaufgaben hier nochmal zusammengefasst, enger zusammengestellt. Wie gesagt, hatte ich Ihnen schon alles gezeigt. Aus meiner Sicht sind das halt die Hauptaufgaben, die Sie sich aus der DSGVO selbst ergeben. Und hier will ich Ihnen einfach nur nochmal zeigen, was ich auch schon auf der Tonspur angesprochen hatte. Wir können hier schon differenzieren zwischen den Anforderungen erstmalig implementieren, was ein großer Aufwand ist, nehmen wir das erste Beispiel hier, Artikel 13 Infopflicht, das Erstellen einer Infopflicht, einer Datenschutzerklärung, einer Infopflicht für BewerberInnen und so weiter, ist natürlich große Arbeit. Aber wenn man das Ganze einmal gemacht hat, dann ist das hier die nächste Folie. Dann kommt danach aus meiner Sicht in Anführungszeichen nur noch die fortlaufende Pflege. Diese Infopflichten für einen Bewerber, für einen Beschäftigten, die sind aus meiner Sicht, wenn sie ihr Kerngeschäft nicht groß ändern und wenn sich die gesetzliche Grundlage nicht groß ändert, wovon keiner ausgeht. Die DSGVO hat 4 Jahre Verhandlungsdauer hinter sich. Wir wissen von keinem neuen Rechtsakt der Europäischen Union. Von da aus wird die DSGVO mindestens bis 2025 und damit hätte sie schon 7 Jahre, wahrscheinlich eher 10, vielleicht eher 15 Jahre leben. Also da wird, wenn man halt eine Infopflicht verfasst hat, und wenn man Datenpannenprozesse aufgesetzt hat, wenn man Verträge zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen hat, ja, die sind ja unbefristet in der Regel gültig oder solange wie der Dienstleistungsvertrag oder der Hauptvertrag parallel läuft. Dementsprechend haben die eine lange Halbwertszeit und die fortlaufende Pflege ist dann halt wirklich ein überschaubares Maß an Arbeit. Ja, dann will ich Ihnen an der Stelle ein Produkt zeigen, nämlich den Data Agenda Datenschutz Manager. Was hat es damit auf sich? Das Ganze ist ein Managementsystem, was Ihnen hilft bei der Datenerfassung, bei der Datenverwaltung, bei der Dokumentation, weil wenn wir ehrlich sind, lebt der Bereich des operativen Datenschutzes ganz, ganz maßgeblich von den Dokumentationsanforderungen. Wir haben es eben angesprochen, das Verfassen einer Informationspflicht, das Verfassen eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, das Abfassen von AV-Verträgen, all das ist am Ende des Tages Papier, gerne natürlich digital, aber es ist Dokumentation. Und hierfür gibt es halt auf webbasierter Ebene, sprich, Sie haben einen Browser und rufen da die URL auf und haben da einen lizenzierten Zugang. Also das heißt, Sie können von überall arbeiten und entsprechend auch Rollen und Rechte vergeben. Das zeige ich Ihnen gleich. Das ist ganz charmant. Da können Sie natürlich sagen, der Geschäftsführer, der vielleicht nicht hier operativ mitwirkt, der hat nur Leserechte und jemand aus dem operativen Datenschutz, der Datenschutzmanager, der Datenschutzkoordinator hat natürlich Schreibrechte, wenn er das VVT mit erhebt, der darf lesen und schreiben. All das können Sie hier sehr differenziert alles gestalten und speichern. Was steckt drinne? Das ist aus meiner Sicht so das Maßgeblichste hier in der Mitte, das VVT. Das ist, wie gesagt, eine große Anforderung, macht keine Freude, hier ist viel Hilfestellung benötigt. Und dieses VVT ist an der Stelle wirklich ganz charmant gemacht. Das zeige ich Ihnen gleich einfach mal live. Warum? Das ist aus meiner Sicht deswegen ganz charmant, weil das halt nicht nur Datenverarbeitung dokumentiert. Also Sie müssen die gar nicht neu anlegen, sondern Klassiker wie beispielsweise Bewerberdatenverarbeitung oder sowas. Das ist quasi vorausgefüllt. Da müssen Sie nur gucken, ob das bei Ihnen passt. Und dann haben Sie das direkt erledigt. Aber es wird dann auch sehr standardisiert hier direkt mit einer Schwellwertanalyse, nächster Bullet Point verbunden. Und wenn die Schwellwertanalyse dazu führt, dass Sie eine DSFA vornehmen müssen, dann wird diese DSFA auch direkt durchgeführt mit Ihnen. Und dann haben Sie unten hier noch die Punkte der Verträge mit AV und Joint Controllerships. Und Sie legen vorher noch hier die oberen beiden Bullet Points einfach mal Ihre TOMS fest. Auch hier haben die meisten Unternehmen dieselben TOMS oder vielmehr die gleichen TOMS. Deswegen hat keiner Lust, die groß zu dokumentieren. Und auch das ist das Schöne an dem Tool. Die meisten sind hier vorausgefüllt und Sie müssen dann nochmal ein Häkchen setzen. Haben Sie beispielsweise ein elektronisches Schließsystem, Passwortrichtlinie oder sonst was? Wenn ja, setzen Sie das Häkchen und dann haben Sie eine Dokumentation all Ihrer TOMS in wenigen Schritten vorgenommen. Genau dasselbe Löschkonzept. Hier müssen Sie nur sagen, welche Datenarten Sie verarbeiten. Und dann setzen Sie entsprechend die Häkchen und dann generiert Ihnen das Produkt hier ein ausgeschrieben verbalisiertes Löschkonzept für Ihr Unternehmen. Ja, das muss dann auch gelebt werden, aber trotzdem Dokumentation, Rechenschaftspflicht, Accountability haben Sie da mit diesem Tool sehr schnell ordentlich erfüllt. Gut. Hierzu würde auch eine Frage aufkommen, und zwar, ob man auch eigene Verträge ja einbinden kann und nicht nur auswählen in dem Sinne.
Also hier bei den letzten beiden Bullet Points, Verträge zur Auftragsverarbeitung, AV nach 28 DSGVO und Joint Controllership, also gemeinsame Verantwortlichkeit und die transparente Vereinbarung, sie sowohl als auch. Also Sie haben einmal die Muster hinterlegt, die klassischen Muster von der Aufsichtsbehörde, beispielsweise Baden-Württemberg, hier zum Joint Controllership, aber auch das Muster der GDD. Aber Sie können auch natürlich Ihr hausinternes Muster einfügen und das dort nehmen. Das dient Ihnen einmal als zentrale Vertrags Verwaltung, Vertragsmanagement, aber Sie können die Verträge auch genau mit dem Tool selber schließen, können Ihre eigenen Muster einpflegen, aber haben alternativ als ansonsten auch immer die Muster von GDD, von deutschen Aufsichtsbehörden, die sind alle unmittelbar eingepflegt und die können Sie unmittelbar nutzen. Okay, tatsächlich noch eine weitere Frage. Wenn ich selbst Auftragsverarbeiter bin und den Datenschutzmanager online nutze, muss ich ja in den VVTs die personenbezogenen Daten der Ansprechpartner der Verantwortlichen erfassen. Ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Data Agenda als Unterauftragsverarbeiter im AV-Vertrag mit meinen Kunden aufzuführen? Die Notwendigkeit sehe ich jetzt nicht zwingend. Sie können es natürlich so einordnen, so verstehen, wenn Sie das hier als entsprechende Softwarelösung so einordnen wollen, dann hätte da Data Context kein Problem mit, das zu schließen. Das wäre, glaube ich, die nächste Folie. Das ist alles eine Datenspeicherung im Hintergrund auf Grundlage nicht nur europäischer, sondern auch deutscher Speicherorte. Und das Ganze wird hier, wie gesagt, on-premise angeboten. Wenn Sie mögen, können Sie das auch hausintern auf Ihren eigenen Servern speichern, ablegen. Also da ist jede Lösung denkbar. Standardangebot ist, wie gesagt, on-premise, als webbasiertes Angebot. Ja, und wenn Sie das als Auftragsverarbeitung sehen, es ist natürlich eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag. Ja, das dann, und dafür einen AV-Vertrag schließen wollen, das müssen die Parteien selber beantworten. Das möchte ich jetzt hier nicht die Rechtsberatung an der Stelle so gesehen leisten, aber das würden wir an der Stelle gelöst bekommen, dass das letzte Problem sein sollte. Okay. Noch ein weiterer Punkt, und zwar, wie Sie es sehen, wenn man IT-Doku-Tools verwendet und hier mit Add-ons für Vertragsmanagement VVT arbeitet, wäre das eine denkbare Option? Wie Sie mögen. Also das. Ich sage mal, das Kernstück, um nochmal die Folie zurückzuspringen, das Kernstück ist natürlich hier aus meiner Sicht das VVT, das Löschkonzept, die Dokumentation der TOMS. Das Vertragsmanagement ist natürlich aus meiner Sicht das am wenigst spannendste Feature, weil das können wir ja ehrlich sagen, die Muster von GDD und deutschen Aufsichtsbehörden können sich auch so runterladen. Das bedient Ihnen einfach nur als Speicherort für Ihr Vertragsmanagement. Aber wenn Sie Add-on noch ein anderes Vertragsmanagement vornehmen wollen oder behalten wollen, dann sehe ich das als relativ unschädlich. Das sind ja alles hier Features, die Sie alle nutzen können. Aber Sie können auch beispielsweise mit dem ganzen Datenschutzmanager nur das VVT benutzen und alles andere links liegen lassen. Da sind Sie ja gänzlich frei. Also das ist, wie gesagt, nur ein weiteres Angebot. Aber das kann ich ehrlich sagen, natürlich nicht das Relevanteste, weil das mit anderen Lösungen auch gut umsetzbar ist. Und dann noch eine Frage, ob sich die Online-Version von der lokalen Version stark unterscheidet oder ob sie eigentlich identisch ist. Die ist an sich zu 99% identisch. Es geht ja wirklich nur darum, ob das über unseren Dienstleister gespeichert wird oder bei Ihnen am Server liegt. Aber die Darstellung ist dieselbe. Okay. Super, dann glaube ich, können Sie erstmal weitermachen. Fragen geschafft, das immer gerne, das stört gar nicht. Im Gegenteil. Ja, wie gesagt, das hatte ich an der Stelle gesagt. Wie gesagt, webbasiert über eine Webmaske zeige ich Ihnen gleich, on-premise oder halt firmeneigener Server. Und Sie können hier halt entsprechend gucken, wie viele Mandanten Sie haben. Sprich, das adressiert hier natürlich auch genau externe Datenschutzbeauftragte, wenn das relevant ist. Dann können Sie für jeden Datenschutzmandanten von Ihnen hier einen Mandanten selber anlegen. Also jeder eine ist IT Solutions und der andere ist dann in einem ganz anderen Bereich, hier Bauträger, Bauunternehmen. Das geht. Sie haben hier die Möglichkeit, eine große Anzahl an Mandanten parallel zu verwalten. Das kommt dann immer auf das Lizenzmodell an. An der Stelle kann ich Ihnen da nichts zu den Preisen sagen. Gucken Sie einfach bei Data
Kontext.com oder beim Data Agenda Datenschutzmanager direkt unter dataagenda.de White Labeling möglich. Das will ich Ihnen noch zeigen. Sie können hier das Data Context Logo genauso einbinden wie das Logo hier von dem Sauer Bauträger, genauso wie von L&I IT Solutions GmbH als externer DSP können Sie dann für jede Firma ein entsprechendes Logo versehen. Und die Leute aus dem Unternehmen, beispielsweise Ihr Ansprechpartner, Datenschutzkoordinator oder ähnliches, der kriegt dann auch einen Zugang und wählt sich dann da ein, kriegt noch Leserechte und sieht dann halt einen schönen angelegten Mandanten, aber natürlich nur seinen und nicht den der anderen Unternehmen, nicht der anderen Mandanten, die sie auch betreuen. Soll Ihnen, wie gesagt, zeigen, Sie sind hier gänzlich frei, Einzelmandanten abzulegen. Datentrennung ist hier implementiert und das Ganze funktioniert auch optisch ganz nett, weil Sie das halt, wie gesagt, mit den Logos alles passgenau versehen können. Ja, revisionssicher, auch das ist ja gerne angesprochen. Die Daten werden logisch getrennt und revisionssicher archiviert. Alles ist einzeln einsehbar, alles ist einzeln downloadbar. Eine Datenbank, aber trotzdem individuell drauf zugreifbar. Experten geprüft, ja, das ist das Bewährte von Data Context. Die Kooperation mit der GdW ist seit Jahrzehnten etabliert und die Produkte sind deswegen auch hier wieder in einer fachlichen Zusammenarbeit entstanden. So, ich unterbreche auch gleich noch einmal kurz mit weiteren Fragen. Zum einen, wie viele VVTs die Lösung denn schon mitbringt? Das zeige ich Ihnen sofort. Haben Sie noch eine andere Frage? Super. Zu On-Premise, auf welchem Betriebssystem basiert dies? Linux oder Windows? Windows. Und wie ist die Unterstützung des Systems zur Umsetzung einer DSVA vorgesehen? Oh, das sage ich Ihnen auch jetzt direkt. Das kriegen wir hin. Das wäre es. Erstmal anfangen. Und es möchte noch jemand wissen, ob man einen Datenexport in der SAAS-Version machen kann. Das können Sie alles. Sie können Datenexport, Sie können Datenimport vornehmen. Und wenn Sie das nicht selber schaffen, dann können Sie auch hier wirklich Data Context kontaktieren. Und dann ist es der Produktentwickler, Herr Otten, der ist selber externer Datenschutzbeauftragter und war früher viele Jahrzehnte im Versicherungswesen tätig. Also der hilft da auch wirklich persönlich ansprechbar. Das können wir alles gerne gewährleisten. Dann noch eine Frage, ob man Data Context auch im Rahmen der KDG verwenden kann. Diesen Datenschutzmanager, soweit sind wir noch nicht, aber wenn das jetzt verschiedene Bereiche möglicherweise von Interesse ist, sind wir da sehr offen, das jetzt auch in Zukunft zu implementieren. Also wir hören den Wunsch jetzt wiederholt. Es ist natürlich betriebswirtschaftlich eine Aufgabe, die jetzt nicht so banal ist, aber wenn sich das jetzt von verschiedenen Stellen bewahrheitet, dass das relevant ist, dann machen wir das. Das können Okay. wir gerne abgeben, bleiben wir gerne in Kontakt. Wie gesagt, Kontaktdaten gebe ich gerne mit. Ansonsten wenden Sie sich an Data Context, wenden Sie sich aber auch wirklich gerne an mich. Das ist, wie gesagt, alles hier auf DSGVO-Basis, aber halt noch nicht auf KDG, aber ist durchaus sehr denkbar. Und es wird auch nach einer Gesamtübersicht über alle Mandanten gefragt, also ob es diese dann gibt. Ja, für den externen DSP gäbe es sie natürlich, ja. Und noch Sonst, ja. etwas zur Implementierung. Die Rechtsgrundlagen als auch die VVTs sind sehr unterschiedlich. So gesehen die Frage, ob die Implementierung in Anführungszeichen banal sei. Okay, ja, dann zeige ich Ihnen das jetzt einfach mal live. Also das kriegen wir alles an der Stelle gelöst. Das Super. sonst nichts mehr übrig? Eine kam jetzt auch noch mal rein, und zwar, ob zu den Verarbeitungen Transparenztexte zur Erfüllung des Artikels 13.14 erstellt werden. Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich gerade auch. Also im ersten Impuls würde ich Nein sagen, außer wir finden gleich noch was. Aber im ersten Impuls glaube ich, ist das nicht drin. Da müsste ich passen. Okay. Dann Gut. würde ich vorschlagen, genau, Sie zeigen uns mal. Genau, Sie sehen ja den Bildschirm, er wird übertragen, steht hier zumindest bei mir.
Also Sie legen hier einfach Ihre Testfirma an, Adresse, Basisdaten, alles klar. Und dann können Sie hier unten halt die entsprechenden Akteure einbinden. Also hier gibt es dann beispielsweise den externen Datenschutzbeauftragten wie Herrn Otten. Es gibt einen Geschäftsführer, es gibt einen Leiter der Datenverarbeitung und so weiter. Meine Person ist hier irgendwie eingetragen und die kann man dann ändern, alle entsprechend anlegen, wie sie lustig sind und mit entsprechenden Rechten genau versehen. Ja, mit Blick auf die Zeit machen wir das, was natürlich für Sie jetzt am spannendsten ist, sprich das VVT. Hier sehen Sie einfach eine Vorauswahl, was alles da ist. Also ich gehe mal langsam runter. Das sind so Klassiker wie Auskunftsverfahren nach DSGVO, die Arbeitszeiterfassung. Es geht hier um Buchhaltung, Bürokommunikation, Daten an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Einkauf, Facility Management, Homeoffice-Wesen, Inkasso- und Mahnwesen, Internetzugang für Beschäftigte, Passwortmanagement, Rechnungswesen. All das sehen Sie hier einfach aufgelistet und das Bewerberverfahren habe ich jetzt einfach mal vorbereitet für heute. Hier können Sie einfach sagen, haben Sie das schon? Sind Sie da bereit? Ist das konzernweit oder ist das nur unternehmensweit? All das können Sie hier frei eintragen. Dann dokumentieren Sie natürlich auch immer, wer das hier zuletzt bearbeitet hat. Sie können auch dann sagen, welche Person dann wann die letzte Datenverarbeitung hier mit vorgenommen hat. All das lässt sich wunderbar dokumentieren. Ja, und dann geht es natürlich hier in die Rechtsgrundlage. Für Bewerberverfahren wird der geneigte Datenschützer jetzt relativ schnell wissen, dass das im 26 BDSG geregelt ist. Und wenn Sie das aber nicht auf Anhieb direkt selber wissen, dann können Sie hier unten bei Zweckbestimmung schon schauen, weil da wird auch immer direkt auf eine Rechtsgrundlage hingewiesen. Sie können sagen, hier 6.1a, Durchführung von Stellenausschreibung, aber Durchführung, also Führung von Personalakten, stützen Sie lieber auf den 26 BDSG. Und dann ist das hier halt jeweils ein wenig ein Kaskadendenken. Sie sagen halt einfach, ist das eine Datenverarbeitung nach 6.1, ja oder nein? Das wäre hier halt nicht der Fall. Nach Artikel 9 Absatz 2, das wäre hier auch nicht der Fall. Aber wahrscheinlich nach BDSG neu, ja. Und dann führt uns das halt, klappt das die nächsten Fragen auf. Und wir sehen dann hier die Fragen A, B, C, D. Die verweisen halt immer auf dann die Beschäftigten-Datenverarbeitung. Und Sie müssen dann hier, kriegen dann schon nahegelegt, dass es hier bei 26 Absatz 1 BDSG um die Begründung des Beschäftigungsverhältnisses durchaus gehen kann. Dann hätte man eine Rechtsgrundlage gefunden. Dann sagen wir hier, die Personalaktenführung ist damit verbunden. Das ist doch schon mal etwas. Und Sie kriegen dann von dem Bewerber den Lebenslauf. Vielleicht kriegen Sie auch Bewerberdaten, kriegen seine E-Mail-Adresse. Vielleicht sind Sie, wie gesagt, im katholischen Milieu unterwegs, dann ist das teilweise ein Tendenzbetrieb. Welche betroffenen Personen sind hier berührt? Das ist alles, wie gesagt, vorausgefüllt. Sie können das noch logisch ergänzen. Sie können das einfach nach Belieben ergänzen, wenn Ihnen da irgendwas fehlt oder nicht passt. Und dann kommt hier das Schöne mit den Schutzstufen im Sinne der LFDI in Niedersachsen, Frau Thiel. Hier sehen Sie es auch nochmal als Info, kriegen Sie aufgeklappt, können Sie sich einfach anschauen, beispielsweise, wie sind Datenarten zu klassifizieren, beispielsweise hier das Einkommen ist natürlich dann Stufe C etwas höher als als die Telefonnummer des Bewerbers, das wäre dann nur Stufe A. Auch hier ist dieser Regler dann schon für Sie vorausgefüllt. Nichtsdestotrotz können Sie als Verantwortliche oder als sonstige Akteur im Datenschutz selber festlegen, diese Festlegung hier schwerer eines möglichen Schadens ist aus meiner Sicht nicht so ganz richtig. Die ist möglicherweise groß, weil wir hier im Tendenzbetrieb katholisches Milieu unterwegs sind. Und dann ändern Sie es per Hand. Dann sagen Sie noch, wer kriegt die Bewerberdaten? Vielleicht sind Sie im Konzern. Da gibt es noch hier beispielsweise andere Konzernangehörige, die Muttergesellschaft beispielsweise. Intern ist es sicherlich die Personalabteilung, aber auch die Fachabteilungsleitung. All das klicken Sie an. Datenübermittlung in Drittstaaten in der Regel nicht, aber denken Sie daran, wenn Sie das mit Videokonferenztools durchführen, dann käme hier dann doch ein Ja und dann müssten Sie schon sagen, auf welche Rechtsgrundlage machen Sie das, nämlich dann in der Regel hoffentlich Standard-Datenschutzklauseln, wenn es die USA-Anbieter sind. Löschkonzept. Also hier gehen wir, ich gehe mal kurz hoch, davon aus, dass Sie ein allgemeines Löschkonzept angelegt haben. Wenn ja, können Sie darauf verweisen. Sagen Sie einfach, wo sind wir jetzt hier? Ziffer 4, ja. Wenn Sie nicht auf das allgemeine Löschkonzept an der Stelle verweisen wollen, sagen Sie nein. Und dann können Sie die Löschdauer hier, die Aufbewahrungsdauer hier händisch noch ab eintragen.
Das ist alles denkbar. Auch hier wieder der Verweis auf allgemeine Toms. Die haben Sie auch möglicherweise schon vorgenommen. Wenn das nicht einschlägig ist, können Sie hier abweichende Toms ebenfalls dokumentieren. Aber wir sagen jetzt einfach mal, das sind die Toms aus den allgemeinen Toms und dann passt das. Dann sehen Sie am Ende direkt den Button. Ich klicke mal drauf. Man führt dann eine Schwellwertanalyse durch und das Ganze basiert hier, das wird der geneigte Datenschützer schnell erkennen, auf der Vorgehensweise der Artikel 29 Datenschutzgruppe. Dann wird man nämlich durchgefragt, ist die Verarbeitungstätigkeit in einer Black-White-List der DSK genannt? Hier ist dann regelmäßig Nein. Und Sie werden direkt bemerken, wenn etwas zweimal mit Ja beantwortet wird, dann ist man in der Datenschutzfolgenabschätzung drin. Also hier großer Umfang in einem Konzern, Bewerberprozess kann man durchaus bejahen. Und wir können ja sagen, Bewerbungsverfahren werden ja automatisiert gestützt vorgenommen. Und dann sage ich zweimal Ja und dann lasse ich das Ergebnis nochmal neu ermitteln. Und dann ist eine Datenschutzfolgenabschätzung hierfür vorzunehmen. Ja, muss ich mitleben. Und dann werde ich direkt wieder auf die nächste Stufe gelenkt und kann die Datenschutzfolgenabschätzung hier vornehmen. Also hier sind dann die Pflichteinhalte von Artikel 35 Absatz 7. Verarbeitung ist geplant, Zuständigkeiten, Normen, die Grundlagen der DSFA. Hier haben Sie ja verschiedene Reiter. Da können Sie auch schon dann vorausgefüllt auf Sachen zurückgreifen. Ansonsten haben Sie ein paar Freitextfelder, aber Sie werden ja sehr schön durchgeführt durch diese DSFA. Die Risiken können Sie hier klassifizieren und bewerten. Verschlüsselung, Pseudonymisierung als Abhilfemaßnahmen. Dann haben Sie eine Risikoübersicht. Das Ganze ist aus meiner Sicht sehr nett gemacht hier mit der Grafik von der, vom bei LDA wird das hier automatisch klassifiziert an der entsprechenden Stelle, so wie Sie es vorher eingegeben haben. Ja, und nach Artikel 35 ist ja der DSB zu beteiligen, sofern es einen gibt. Und dann kann man hier eine Minimalstellungnahme, ist hier schon vorausgefüllt. Die DSFA wurde erfolgreich durchgeführt. Die Abhilfemaßnahmen haben zur Senkung des Risikos beigetragen. Aus meiner Sicht als DSB kann das Verfahren in dieser Form umgesetzt werden. Dann schreibe ich dahin, heute ist der 19.11. und unterschreibe und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, das war jetzt mal ein schnelles Verfahren, das VVT, die Schwerwertanalyse und die DSFA. Spannend, wie gesagt, ist hier noch das Thema Löschkonzept. Wie gesagt, das da haben wir jetzt keine große Zeit mehr, das, uns das hier im Detail anzuschauen. Aber Sie sehen hier direkt mit der Auflistung Betriebskostenabrechnung, Aktenvermerk und so. Hier sind die Klassiker eingetragen. Dazu sind auch Rechtsgrundlagen hinterlegt. Das Ganze ist hier, geht hier über drei Seiten. Also hier ist einiges an Futter drinne. Und damit haben Sie ein wunderbares Löschkonzept, weil wenn Sie das jetzt generieren, das sind zwei Klicks, dann generiert Ihnen das ein Löschkonzept als PDF. Und da sind dann auch entsprechende verbale Texte reingeschrieben. Also wer, der Verantwortliche muss löschen, was ist eine Löschregel, was ist eine Löschfrist, was sind gesetzliche Aufbewahrungsfristen und so weiter. Da ist auch viel Prosa drin. Ich meine das gar nicht despektierlich, sondern positiv. Das ist eben nicht nur die Auflistung eben dieser Angaben, sondern dann eine ganz schöne Zusammenfassung. Und last but not least will ich Ihnen hier noch die Toms zeigen. Auch hier, wie gesagt, haben Sie sehr viele vorausgefüllte klassifiziert nach der alten Herangehensweise, nach der Anlage Paragraph 9 BDSG halt, schön klassifiziert. Und wie gesagt, das sind ja in der Hinsicht Klassiker. Und da müssen Sie ja nur mal sagen, ich habe Benutzerpasswort, ich habe eine Antivirensoftware, ich habe eine Firewall, ich hab hier einen Notfallplan, ich habe eine Feuer- und Rauchmeldeanlage und dann können Sie das hier alles, ohne dass Sie das alles händisch eintippen müssen. Und darauf hat ja in der Regel keiner Lust, wunderbar direkt vornehmen. Das Ganze ist hier die Erfassung. Selbiges landet dann in der Dokumentation. Und Sie sehen hier in der Dokumentation sind es halt noch ein paar Sachen mehr. Warum? Sie können hier dann auch beispielsweise die Auskunft, die Löschung von personenbezogenen Daten auf Antrag hinterlegen. Also alles zur Gewährleistung von betroffenen Rechte können Sie hier zentral ablegen, genauso wie den Datenschutzbericht. Auch den können Sie hier zentral ablegen. Also das ist auch einfach eine gute Datendokumentation oder Verwaltungssoftware. Sie bietet dafür den entsprechenden Platz und Raum. Ja, dann, wie gesagt, wir haben nur die eine Stunde, deswegen. Genau. Es sind einige Fragen wieder zusammengekommen. Ich versuche es kurz zu fassen. Wie unterschreibt der Datenschutzbeauftragte und ob das revisionssicher sei? Das können Sie revisionssicher gestalten. Also das an der Stelle haben Sie natürlich dann jetzt nicht die digitale Signatur, aber Sie können eine digitale Signatur anfügen. Also das Mhm.
Das ist alles frei gestaltbar. Und wenn es an der Stelle einfache Sachen zu konfigurieren gibt, kann Datacontext das auch sehr individuell für Sie nachfassen. Das ist kein Problem. Kann man auch nachvollziehen, wer wann welche Bewertungen und Änderungen vorgenommen hat? Ja, definitiv. Das war im ersten Schritt. Sie können immer nachvollziehen, wann die letzte Bearbeitung von wem war. Und das war ja auch am Anfang das Thema von Rechte und Rollen. Sie legen automatisch fest, wer macht was. Und dann wird es auch im Nachhinein nachvollziehbar. Ja, das auf jeden Fall. Super. Können auch andere Rechtsvorschriften, zum Beispiel Landesbeamtengesetz oder Landesdatenschutzgesetz, eingerichtet werden? Alles, Sie können alles ergänzen. Das ist, wie gesagt, ja nur für Sie Arbeitserleichterung mit dem vorausgefüllten Klassiker Artikel 6, Artikel 9, Paragraph 26 BDSG, Paragraph 4. Das sind alles die Klassiker, aber Sie können alle spezifischen Rechtsgrundlagen einfach selber ergänzen. Das ist ganz, ganz einfach. Okay, und dann auch eigene VVTs importieren. Sie können jetzige VVTs beispielsweise mit Excel können Sie importieren, ja. Und auch wenn Ja. Sie das nicht hinkriegen, kriegen Sie auch den entsprechenden Support. Super. Und dann noch die Frage, ob man andere oder eigene Schutzstufen einbinden kann, also zum Beispiel nach SDM. Können Sie, auch das ist ja nur eine Empfehlung, das ist jetzt einfach ein Schaltregel, den Sie benutzen können, den müssen Sie auch nicht benutzen. Also natürlich können Sie das auch ganz individuell klassifizieren. Und kann man auch Datenfelder je Verarbeitungsaktivität festhalten, um eine Grundlage für die Summe der zu beauskunftenden Felder zu haben? Das wäre schön und sinnvoll, aber ich sagen, das ist nicht im Moment noch nicht drin. Aber also wo es drin ist, das kann ich doch sagen, ist im Thema Löschen. Also wir sind gerade kurz davor, sprich Data Context wird auch in näherer Zukunft, oder ich will jetzt nicht morgen sagen, aber auch einen Löschmanager implementieren, also Löschkonzept anlegen und das operative Löschen dann auch mit zu managen. Das wird genauso implementiert. Selbiges kann man sich für die Auskunft auch vorstellen, nehme ich mal gerne mit als Anregung. Okay, genau. Es hat sich nämlich auch noch die Frage ergeben, ob man nach Ablauf von Löschfristen an die Löschung erinnert wird. Ja, das kann man dann Genau. einstellen, dass es operativ vorgenommen wird. Okay, super. Und dann besteht eigentlich aktuell nur noch der Wunsch, die Excel Tools, dass man schnellstmöglich weitermacht mit Hinblick auf die Zeit. Genau. Genau, also Datenschutzmanager, letzter Satz. Sie haben hier die einfache, wunderschöne Möglichkeit, dass ich Ihnen das nicht zeigen muss, sondern Sie sich jetzt selber einfach einen Testaccount beschaffen können und schreiben Sie an Herrn Scharf, dann kriegen Sie das und können sich 14 Tage auch ohne mich schön durchklicken und alle Fragen individuell nochmal an Datacontext richten. Genau, wir wollen auf die Excel-Tools zu sprechen kommen. Genau, da sind wir gerade. Das Thema E-Learning können wir auch hinten dranhängen. Wie gesagt, das ist auch ein YouTube-Video mit einem freien Link. Den können Sie sich so gesehen auch von mir aus noch danach alleine anschauen. Schauen wir uns die Excel-Tools an. Was haben wir hier mittlerweile im Portfolio? Ja, die Produktpalette wächst. Also hier bin ich auch im Gegensatz zum Data-Agenda Datenschutzmanager selber Autor. Sie sehen hier Caster und Herr Jacquemin. Das ist Herr Caster, war lange Jahre in der Konzernrevision von Gerling Versicherungskonzern und hat dementsprechend eine gute Herangehensweise an Prüfkataloge. Ja, und genau diese Prüfkataloge haben wir uns zum Anlass genommen, weil auch immer der Wunsch groß ist nach Checklisten, dass wir einfach mal so große Prüfkataloge uns hier selber aufbauen. Dabei haben wir das Rad nicht neu erfunden, sondern wir haben auf das SDM zurückgegriffen in dem Compliance-Check. Wir haben den bayerischen Fragebogen vom BayLDA genommen. Wir haben auch den Prüfstandard der Wirtschaftsprüfer genommen. Wir haben das mal alles zusammengegossen. Wir haben dann doppelte Fragen natürlich gestrichen. Wir haben selber als Autoren logisch konsistente Fragen ergänzt. Und dabei sind dann rausgekommen ein Fragenkatalog mit über 400 Fragen. Das war viel zu viel. Und deswegen ist hier in der Mitte dann das DSGVO Audit entstanden. Das ist, wie gesagt, der Quick-Check. Warum? Weil aus den über 400 Fragen haben wir dann hier abgerüstet auf roundabout etwas über 100 Fragen. Auch damit lässt sich dann eine Beurteilung vornehmen. Und dieses Audit-Tool haben wir dann übersetzt auf die KDG-Variante. Also hier haben wir den Schritt schon gemacht. Wenn das jetzt für den Datenschutzmanager auch gefragt sein sollte, sind wir darin schon erfahren und können das durchaus leisten.
Wunderbar, jetzt gerade erschienen. Das ist oben nämlich jetzt falsch in Kürze neu, nämlich seit Mittwoch oder Donnerstag ist das Produkt erhältlich auf datacontext.com. Wir haben jetzt auch ein DSGVO-Audit, das genau auf dem Standarddatenschutzmodell SDM 2.0 basiert, genauso wie es beschlossen wurde von den Aufsichtsbehörden, von der DSK im November 2019. Das ist quasi die amtliche Fassung. Und hier haben wir nicht als Autoren uns dann das Best-of selber rausgesucht, sondern wir haben zu 100% das SDM in Fragen übersetzt und nichts gestrichen und nichts ergänzt. Also es ist wirklich die reine Lehre des SDMs, verpackt in Fragen. Ja, und das sind, wie gesagt, große Fragenkataloge, die dabei rausgekommen sind. Das Ganze ist technisch sehr banal, aber ich will das gar nicht despektierlich meinen, sondern es basiert auf Excel. Jeder, der Microsoft 365 hat, kann das wunderbar benutzen. Einfach die Makros aktivieren. Sie erhalten mit Produkterwerb einfach das Excel-Tool als Download. Eine Datei können die tausendmal kopieren, beispielsweise für jede Fachabteilung, wenn Sie die einzeln prüfen. Das ist hier einfach der Scope. Sie können selber sagen, Sie wollen das Gesamtunternehmen prüfen mit einem 10, 20, 30-Mann-Unternehmen. Sie können auch sagen, Sie wollen eine Fachabteilung als Datenschutzkoordinator prüfen. Wir erleben, dass das ist jetzt häufig das Einsatzwerkzeug für Datenschutzkoordinatoren ist. Sie können auch sagen, wir prüfen da jetzt einzelne Filialen, einzelne Werke mit. Oder auch, wie gesagt, das ganze Unternehmen. Sie selber sagen, was ist am Stand der Umsetzung passiert? Welche Felder sind für uns relevant? Und wie gesagt, das sind Fragenkataloge in allen Tools und Sie müssen die auch nicht zu 100% alle Fragen beantworten. Sie können auch sagen, das Kapitel 3 und das Kapitel 5 ist für mich nicht relevant. Ich habe beispielsweise keinen einzigen Auftragsverarbeiter. Ja, dann lassen Sie es einfach weg und dann werden Sie dafür aber auch nicht im Ergebnis bestraft, weil Sie kriegen am Ende des Tages einen Zahlenwert, ein Ergebnis, dass Sie vielleicht zu 60, 70, 80% DSGVO-compliant sind. Und wenn Fragen für Sie nicht passend sind, dann wird das trotzdem in der Gewichtung mit einfließen. Ja, wie gesagt, das sind hier die Fragenkataloge, wie wir sie im Compliance-Check berücksichtigt haben. Genauso dezimiert dann auch im Audit-Tool in der Kurzversion und im SDM-Tool natürlich dann die reine Lehre SDM 2.0. Ja, Sie haben einfach eine große Anzahl von Einzelfragen. Sie können das subjektiv natürlich bewerten. Das führt natürlich auch zu Verzerrungen. Wenn das jetzt dieses Jahr der Herr Müller macht, dann in 3 Jahren vielleicht der Herr Schmitz oder Frau Meier, weil es da eine Personalveränderung gab, dann kann das natürlich anders beantwortet werden. Wir haben es aber dann trotzdem so gerastert, dass Sie sagen können, eine Frage können Sie mit Ja beantworten, dann gibt das 100% oder mit Nein, dann gibt es 0%. Aber wir haben auch zumindest die Zwischenebenen eingefügt, 25, 50 und 75, aber auch jetzt nichts anderes, dass jetzt irgendwie auf die Idee kommt zu sagen 60%, 80%, also sonst wäre das Ganze halt noch schwieriger. So sieht das Ganze in jedem Tool aus. Das ist jetzt einfach mal sehr abstrakt gehalten. Es gibt die Oberkapitel, beispielsweise Strukturen und Verantwortlichkeiten, dann gibt es die Unterkapitel und dann gibt es in den Unterkapiteln jeweils 1 bis 5, 6 Fragen und die haben wir als Autoren entsprechend gewichtet. Also das ist natürlich auch ein großer Aspekt der Autorenleistung gewesen, dass wir gesagt haben, ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt? Ja, das ist dann ein großes Ja, wird sehr schwer gewichtet. Ist dieser Datenschutzbeauftragte auch nach Artikel 37 Absatz 7 an die zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet? Ja, das wird dann nur 5% geben, weil das jetzt nicht so groß für die DSGVO-Compliance dann relevant ist. Wesentlich wichtiger ist, dass überhaupt ein DSB bestellt ist, wo es eine Bestellpflicht gibt. Ja, auch hier sehen Sie, das Ganze basiert wieder sehr schön auch auf Dokumentationsebenen. Sie können hier nicht nur, also hier wäre jetzt die Frage, hier wäre die Gewichtung. Sie können an der Stelle hier nicht nur sagen, ja, 100%, nein, 0%, sondern Sie können auch sagen, die zunächst vorgesehene Person hat abgelehnt, eine neue ist noch zu finden. To do, wir müssen die Person nachfragen, zu erledigen bis und verantwortlich ist der DSB. Also das Ganze ist nicht nur eine reine Zahlenmetrik, worüber Sie Zahlenergebnisse bekommen, sondern das ist auch eine wunderbare Dokumentation, eine Standortbestimmung und all das generiert Ihnen dann nachher eine schöne Übersicht. Einmal ein Auditprotokoll hier links unten, jetzt in klein. In der Kürze der Zeit kann ich jetzt nicht alle verschiedenen noch zeigen. Deswegen, so sieht ein Auditprotokoll aus. Sie sehen hier ganz klein die Fragenkapitel, die einzelnen Fragen, die Gewichtung und dann aber auch die Erläuterung, To-Dos, Fristen. Alles hier kriegen Sie generiert. Innerhalb eines Excel-Tools können Sie ausdrucken, können Sie als PDF speichern. Also hier ist Excel wirklich, muss man ehrlich sagen, sehr genial. Das ist eine ganz kleine Datei, aber da steckt so viel Leben und Dynamik drin, das ist wirklich beeindruckend.
Und dann hier oben diese Spinnen, das ist das Charmante für jede Geschäftsführung, für jeden Fachbereichsleiter, der keine Ahnung von Datenschutz hat, das meine ich ganz ernst, weil der sieht mit einem Blick, wir sind außer hier in dem Kapitel, was ist es, 12.0, Datenschutzverletzung, da sind wir zu 100% DSGVO-compliant, bei allen anderen sind wir hier im roten Bereich. Ja, den roten Bereich haben wir als Autoren selber definiert, 80% und weniger ist Mangelware und dementsprechend ist man hier Kapitel 1.0 bei 45%, hier ist man bei 50, hier ist man vielleicht bei 75, hier ist man bei 75, hier ist man bei 60, hier ist man bei 60 und so weiter. Also so kriegt man dann eine schöne Ergebnisspanne generiert und hier unten kriegt man den durchschnittlichen Maßnahmenerfüllungswert raus. Das wäre dann hier 56% für das gesamte Unternehmen. Das ist so die schönste Ergebnis-Output. Das ermöglichen alle Tools, dass sie halt wirklich so ein numerischen Wert haben, dass sie sagen können, heute in 2021 im November haben wir den Wert von 56 und wir machen jetzt eine Zielvereinbarung mit der Geschäftsführung, dass wir sagen, wir wollen in den nächsten 3 Jahren auf 60, auf 80, auf 90 kommen, whatever. Hier noch ein ganz netter Gimmick. Wir haben hier noch eine weitere Ergebnisspanne, nämlich mit der Übereinstimmung der Gewährleistungsziele im Sinne des SDMs. Hier sind dann die Gewährleistungsziele, Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit. Das haben wir als Autoren auch nochmal konfiguriert. Das sage ich immer, das ist dann eher das Hochreck für den Datenschutzprofi. Die Geschäftsführung interessiert mehr die allgemeine Ergebnisspanne. Ja, wie gesagt, das Ganze ist ein reiner Fragenkatalog für jeden Handhabbar, nicht nur für jeden DSP, auch für jeden Datenschutzkoordinator, auch für die Revision, auch für die Compliance, auch für den Betriebsrat, wer auch immer das nutzen möchte. Sie erwerben als Unternehmen eine Lizenz und können damit frei operieren. Das Ganze ist sehr einfach gehalten, verlangt technisch nichts, heißt auch im Umkehrschluss, wir sind nicht darauf angewiesen, dass das jetzt noch in 10 Jahren irgendwie supported wird, solange Excel supported wird von Microsoft und davon gehen wir mal alle aus, ist diese Software sehr dynamisch einsetzbar. Ja, das ist das Thema Datenschutz-Tools auf Excel-Basis. Wenn es hierzu Fragen gibt, jetzt gerne. Perfekt. Einmal, ob man den Fragenkatalog verändern kann. Nee, das können Sie definitiv nicht. Was wir anbieten, ist, dass wir das als Beratung bei Ihnen anbieten. Also wir kommen dann, oder zumindest ich, Herr Kaster kommt auf Bedarf auch, wir bieten dann an und wir passen die Fragen mit Ihnen an. Wir können das natürlich technisch vornehmen, aber wir sind halt so ehrlich und geben die Masterversion nicht aus der Hand. Wenn Sie sagen, in Ihrem Konzern sind ein paar Fragen relevant und ein paar nicht, dann setzen wir uns den Tag bei Ihnen hin und dann machen wir für Sie einen individuellen Fragenkatalog fertig und dann haben Sie genau den Wunsch-Fragenkatalog, den Sie haben wollen. Und dann ist auch noch interessant, ob Updates der Excel-Tools ausgerollt werden und diese dann kostenpflichtig sind. Und grundsätzlich interessieren die Teilnehmer allgemein die Kosten natürlich. Sehr gut, ja. Also Updates, ja, da fangen wir so an. Die Kosten sind sehr, sehr überschaubar. Man muss das wirklich sagen, wir haben hier keine Lizenzgebühr, weil wenn Sie die Excel-Datei erhalten, können wir Ihnen keine Testversion 14 Tage zur Verfügung stellen, weil wir die ja nicht zurückholen können. Sie können sie schicken, Sie haben die aber parallel schon lokal gespeichert. Deswegen, das sind Produkte, die kosten zwischen 249 und 349, jetzt das SDM-Tool brutto, sprich, also so ein Audit-Tool kostet roundabout 200 netto plus Mehrwertsteuer und das teuerste ist das SDM-Tool mit 349 brutto. Also das ist eine Einmalinvestition, deswegen müssen wir auch ehrlich sagen, können wir da jetzt nicht die permanenten Updates ermöglichen. Was wir ermöglichen können, ist, dass die technisch immer weiterlaufen. Also wenn ja jetzt mal von Microsoft eine grundlegende Änderung kommt, dann würden wir Ihnen das auch dann anpassen und bereitstellen. Wir sagen jetzt aber ehrlich, wenn jetzt irgendwo ein SDM 3.0 mal irgendwie der Zukunft rauskäme, pflegen wir das jetzt nicht noch ein für die wenigen Euros, sondern das wird ein neues Produkt. Und wie gesagt, also 200 € netto und Sie haben unbegrenzte Dauer. Sie können das an alle Beschäftigten im Hause weitergeben. Das wird pro Rechtseinheit erworben. Das ist aus meiner Sicht ein sehr kleiner Euro. Der Fragenkatalog ist groß. Sie können die Fragen nehmen, die Ihnen gefallen. Die Ihnen nicht gefallen, können Sie einfach außen vor lassen. Ja, und wir erleben es zunehmend mit den wachsenden Datenschutzkoordinatoren, die eingesetzt werden, dass die genau halt diese Software erhalten. Und dann kann jeder Datenschutzkoordinator diese Excel-Datei ausfüllen und dann einen DSP oder einen Datenschutzmanager schicken und haben einen super vereinheitlichte Herangehensweise und man kann auch die Werte dann vergleichen. Also Marketingabteilung hat eine Zielerreichung von 64 und die Personaler von 77. Da haben Sie eine wunderbare Vergleichbarkeit, weil alle dasselbe Tool benutzen.
Das schafft jeder. Da sind auch viele Is und Fragezeichen drin. Das kann ich nochmal ganz kurz zeigen. Hier an der Stelle unten rechts sehen Sie hier immer Is und Fragezeichen. Also da sind auch noch zusätzliche Erläuterungen. Es sind nicht nur die Fragen, sondern auch immer nochmal Input, fachlicher Input. Also da werden Sie auch nicht allein gelassen. Wie gesagt, einmal die visuellen Ergebnisse sind wirklich gelungen. Die Ergebnisspinnen hier, die Zahlenwerte sind total relevant, aber auch nicht zu der Zeit auch so eine komplette Protokollierung. Weil die können Sie 2021 hinlegen und können sich 2022 die wieder rausholen und sagen, was habe ich davon getan und was nicht. Okay, es gab noch einen Nachtrag zu den Updates der Excel-Tools. Und zwar bezog sich das auf eventuelles Bugfixing der Tools. Ob es ja diese und wenn ja gibt, wie man sie bekäme. Ja, technisch entwickeln wir das laufend weiter, dass es immer mit der aktuellsten Excel-Version passt. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann helfen wir Ihnen da gerne. Das ist dann auch alles ohne weitere Kosten. Wie gesagt, wir machen nur keine inhaltlichen Updates für den Einmalpreis. Technische Updates kriegen Sie von uns, keine Frage. Und es gibt noch die Frage, ob man das Excel-Tool ohne Inhalt, also quasi blanko bekommen könne, um eigene Inhalte darin zu realisieren. Nee, also das war das, was ich meinte mit der Masterdatei. Die geben wir ja nicht auf Genau. das verkaufen wir dann so gesehen einfach in Kombination mit Beratung, dass wir einzeln kommen und das halt so aufbauen, wie Sie wollen. Und ja, also Herr Kastler kann Ihnen alles programmieren, was Sie wollen. Ich kann Ihnen fachlich mit jeder Frage auch irgendwie zur Hilfe stehen, kann selber Vorschläge machen. Also da sind wir, ist Data Kontext von der Unternehmensgröße auch so flexibel, dass wir alles möglich machen. Ich habe das jetzt schon in einem großen Konzern gemacht, den jeder kennt. Also da sind wir sehr offen und zugänglich für. Super. Und ja, wie es aussieht, wenn es denn ein Update gab, ob die Daten dann erneut eingegeben werden müssen. Nee. Sie nutzen dann die Version, die neueste Version und öffnen damit die alte Datei und dann bleiben die alten Daten, die eingegeben wurden, darin bestehen. Super. Das Dann können haben Sie genau aktuell keine offenen Fragen. wir. Alles klar. Gut, ja, ich kann jetzt zumindest das eine Sekunde hier noch zeigen. Ich weiß nicht, ob er es mitmacht hier. Genau, jetzt sollte Ihnen der Fragenkatalog gezeigt werden. Das ist, wie gesagt, das allerneueste Produkt, das SDM, was wir in Fragen gegossen haben. Und hier sehen Sie, das will ich nur zumindest kurz gezeigt haben, jetzt nicht die Bedienweise, sondern nur der Fragenkatalog, der dahintersteckt. Also hier sehen Sie einfach, es gibt vorneweg das Kapitel der Methodik. Gehe jetzt mal schnell runter. Hier haben wir häufig dann so Anforderungen wie Verfügbarkeit. Da ist dann im SDM nur eine Frage enthalten. Die müssen wir dann auch ganz ehrlich mit 100 gewichten. Anders sieht es dann hier beim Einwilligungsmanagement aus. Da sind es dann 5 Fragen, die haben wir dann gleich gewichtet. Und dann kommen hier die Gewährleistungsziele, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Intervenierbarkeit und so weiter. Und dann geht das Ganze so seinen Weg. Datenschutzmanagement D4. Dann kommen die einzelnen Maßnahmenkataloge, also für die Leute, die das SDM kennen, werden sich jetzt hier irgendwie wiederfinden. Dann der Maßnahmenkatalog immer weiter hier, IT-Sicherheit und so weiter. Dann kommt der nächste Maßnahmenkatalog. Also alle Bausteine, die hier von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bisweilen veröffentlicht sind, haben wir hier schön berücksichtigt. Das beinhaltet sogar noch die letzte Veröffentlichung von vor, weiß ich nicht, 10, 14 Tagen. Also so sind die ganzen Fragen hier alle hinterlegt und Sie sehen auch von der Menge, das ist nicht wenig, das SDM ist groß, alles ist eingeflossen und so können Sie das Ganze wunderbar benutzen. Gut, dann springe ich ein letztes Mal in die PowerPoint. In der Zwischenzeit noch einmal eine fixe Frage, ob das Audit-Tool auch für externe Datenschutzbeauftragte nutzbar ist oder nur für interne DSW und Organisationen. Naja, alle Tools sind für interne wie externe nutzbar. Also das Audit-Tool ist so gesehen ja die schnelle Variante. Also das der Compliance-Check, da sitzen Sie halt durchaus länger dran, wenn Sie 440 Fragen alle beantworten. Und dafür ist das Audit-Tool für den externen DSW eigentlich wunderbar. Sie fahren zum Mandanten, stellen dem die 110 oder 20 Fragen, die da drin sind. Selbst da können Sie noch nach Belieben kürzen. Und dann sind Sie aus meiner Erfahrung eher in 2 Stunden durch als in 4, 5, 6 Stunden mit dem Compliance-Check. Also
erleben wir ganz häufig, dass externe DSPs das kaufen und damit halt einen Prüfstandard haben, das Auditprotokoll dann aushändigen, dem Geschäftsführer die Ergebnisspende und den Zahlenwert überreichen, auch in den Jahresbericht einfügen. Also alle Tools sind genauso wie ex für externe wie für interne DSPs nutzbar. Also das hoffe ich, habe ich nicht falsch erklärt, dass das jetzt gerade Datenschutzkoordinatoren gut nutzen können, um so eine betriebsinterne Vergleichbarkeit zu fahren, können sie genauso gut als externe DSP auch für eine Vergleichbarkeit zwischen den Mandanten machen. Das ist gar kein Problem. Also das geht sehr, sehr gut. Da haben wir viel Erfahrung, dass externe DSPs genau da so vorgehen. Und wo liegt eigentlich preislich der Data Agenta Datenschutzmanager? Da müssen Sie wirklich auf die Homepage gucken. Das Ganze ist halt, wie gesagt, ein Lizenzmodell. Gucken Sie bei datacontext.com oder dataagenda.de. Da finden Sie überall Angaben. Das Ganze basiert halt, wie gesagt, auf einem Lizenzmodell mit Mandanten. Sie haben auch dann die Frage, wie viele Mandanten brauchen Sie? Das ist dann auch klassifiziert, ob Sie 2, 10 oder 100 brauchen. Und dann ist natürlich die Frage der Dauer und so weiter, ist damit verbunden. Wie gesagt, das sind halt fortlaufende Kosten. Und bei den Excel-Tools sind das einmalige Kosten in sehr kleiner Höhe und bei dem Data Agenda Datenschutzmanager ist es natürlich auch für Data Context selber ein ganz anderer Programmieraufwand gewesen. Das ist halt eine Webmaske, das ist sehr viel technischer Support hinter. Okay. Und hier gibt es noch etwas weiteres, ob man denn das Tool nach Erwerb mit den Fragen aus dem neuen Datenschutzgesetz der Schweiz erweitern kann. Nee, auch da wieder die Frage, also die Masterdatei zur Veränderung der Fragenkataloge haben wir nur ausschließlich. Wir können das auf KDG übersetzen, genau das haben wir schon getan. Wir können das auf Schweizer Recht übersetzen oder ergänzen. Auch da sind wir ganz ehrlich, wenn Sie sagen, Sie haben da großes Interesse und wissen vielleicht noch von drei, vier anderen, dann kann man das vielleicht auch betriebswirtschaftlich lösen für alle Seiten, dass wir das zusammen hinkriegen. Also dafür sind wir freie Autoren, Herr Kaster, ich, wir sind da sehr frei im Sein und sind da für jede Überlegung sehr zugänglich. Super, Dankeschön. Ja, dann das Thema Excel würde ich dann Haken hintermachen und dann sind wir hier in dem Bereich des Schulungsbedarfs. Also wenn das jetzt nicht mehr interessiert, Data Agenda, Datenschutzmanager und Excel-Tools haben wir jetzt halbwegs in der Zeit geschafft. Ich mache jetzt einfach weiter. Wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen, aber sehe ich Ihnen auch nicht nach, wenn Sie jetzt in den Freitag Feierabend starten wollen. Ja, wie gesagt, im Sinne der Accountability sollten Sie aus unserer Sicht regelmäßig Ihre Beschäftigten schulen, nämlich alle regelmäßig dann, wenn Sie neu ins Unternehmen eintreten, aber auch dann regelmäßig fort, aus unserer Sicht so einmal im Jahr. Beim Datenschutzbeauftragten haben wir die Erfahrung, dass die DSPs den Fachkundennachweis haben müssen und da wird dann auch der GDDCert oder auch von der Konkurrenz häufig nachgefragt. Jetzt ist es so, dass auch die Beschäftigten und die Führungskräfte im Sinne der Accountability geschult werden müssen, aus unserer Sicht auch nicht zuletzt hier noch die Sondergruppen. Das ist jetzt mal alles der Vollständigkeit halber noch ein bisschen Zukunftsmusik. So weit sind wir da noch nicht, dass wir jetzt spezifische Fortbildung für Betriebsräte oder Schwerbehindertenvertreter haben, aber das wird die Entwicklung sein, genauso wie Schulungen für Datenschutzkoordinatoren. Ja, mit Corona sind wir alle ins Digitale gewechselt wie heute. Das E-Learning hat sich sehr stark etabliert und genauso haben wir das hier auch als Lösung für Schulungen für Ihre Beschäftigten. Das ist das eine Angebot von Data Context und das andere Angebot ist eine Schulung für Führungskräfte. Die Aspekte sind genau dieselben. Sie haben da eine gute Kosteneffizienz, Kostentransparenz im Blick. Warum? Weil Sie halt nicht einen externen Schulungsreferenten einladen müssen mit Reisekosten und das Ganze zwei, dreimal. Und dann ist dann doch irgendwie ein, zwei, drei Mitarbeiter sind dann gerade krank oder im Urlaub. Sie erreichen dann nicht alle. So, daher bietet sich das Digitale sehr gut an. Da kann jeder Mitarbeiter das E-Learning dann konsumieren, wann er möchte, genauso wie die Führungskraft. Er kriegt darüber ein Teilnahmezertifikat. Das Ganze ist sehr niedrigschwellig gehalten, weil es ja wirklich für 100% der Beschäftigten ein bisschen zum Hausmeister gedacht ist, die kein Datenschutzvorwissen haben und nur im Sinne der Accountability entsprechend geschult sein sollen. Dementsprechend funktioniert das Ganze für jedermann und als Unternehmen, das das erwirbt, können Sie auch hier dann Ihre eigenen Logos oder eigenen Jingles mit versehen. Wenn Sie hier so ein Corporate Design haben, lässt sich das da sehr schön überstülpen. Ja, das wäre jetzt das Video, was wir hier auch gerne einblenden können. Ich nehme es jetzt mal vorweg.
Verfügen Sie über ein E-Learning-Management-System? Wenn ja, können Sie pro Video einfach pauschal ein Video kaufen für 7.900 €. Das klingt jetzt erstmal viel, muss man auch ehrlich sagen, ist natürlich auch viel, aber wenn Sie so ein Video erwerben, wie gesagt, die DSGVO wird sicherlich noch einige Jahre leben, dann haben Sie so ein Video vorliegen und sparen sich dadurch halt jedes Jahr auch vielleicht irgendwie einen Schulungsreferent, der mal eben 1.000 € Honorar nimmt und 500 € Reisekosten. Und das haben Sie dann nach ein paar Jahren schnell wieder raus. Ansonsten gibt es natürlich auch hier auf der Nein-Seite das Lizenzmodell, dass Sie halt abhängig von der Beschäftigtengröße bezahlen. Sie kaufen dann so gesehen 10er Ticket wie im Schwimmbad oder ein 100er Ticket und gucken dann einfach, wie viele Mitarbeiter haben Sie, die das Ganze sich mal ansehen müssen, also Beschäftigte und oder Führungskräfte. Ja, und daran anschließend würde ich jetzt das Video einmal zeigen für alle, die das wann anders machen wollen, wann es Ihnen passt. Auch okay. Aber danach bin ich gerne auch für Fragen zugänglich. Der Link zu dem YouTube-Video findet sich auch in den Folien. Stellen Sie sich vor, Ihre Kollegin ruft an, sie ist aufgebracht. Der Firma steht möglicherweise ein Bußgeldbescheid in Millionenhöhe ins Haus. Arbeitsplätze sind bedroht. Die Kollegin möchte wissen, ob sie gestern beim Versenden einer E-Mail eventuell sensible Daten weitergegeben und damit eine riesige Datenpanne verursacht haben. Wie muss sie jetzt richtig handeln? Die Antwort auf diese und viele weitere wichtige Fragen zum Thema Datenschutz erfahren Sie in diesem E-Learning. Herzlich willkommen! Datenschutz ist wichtig für das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, aber vor allem auch für Sie selbst. Sie müssen in der Lage sein, in unklaren Situationen richtig zu handeln, damit Sie Ihre Firma und auch sich selbst vor ernsthaften Konsequenzen schützen. Wie das am besten geht, das erklären wir Ihnen anhand von 6 Stationen. Was bedeutet und umfasst Datenschutz? Was genau sind personenbezogene Daten? Was müssen Beschäftigte beachten? Wie soll ich mich im Arbeitsalltag verhalten? Wie können betroffene Personen über ihre Daten bestimmen? Was machen Datenschutzbeauftragte? Nach jeder dieser Stationen können Sie Ihr neu erworbenes Wissen in einem kurzen Quiz testen. Am Ende des E-Learnings erfolgt ein Abschlussquiz mit Fragen zu allen Bereichen. Sind Sie bereit? Dann beginnen wir mit der Station Was bedeutet Datenschutz? Das Wort Datenschutz ist nicht erst seit Einführung der Datenschutzgrundverordnung in aller Munde. Aber was genau bezweckt der Schutz unserer Daten und was umfasst er? Durch den Datenschutz soll jede einzelne Person in ihrer Persönlichkeit geschützt werden. Dafür regelt und reglementiert er den Umgang mit Daten, die sich auf eine Person beziehen, die sogenannten personenbezogenen Daten. Diese dürfen nicht unbefugt genutzt oder weitergegeben werden. Damit die Daten einer Person wirklich umfänglich geschützt sind, ist ein Dreieck aus Schutzinstanzen notwendig. Zunächst kontrollieren betroffene Personen selbst, wie und wann sie ihre eigenen Daten preisgeben und wie sie verwendet werden. Die Kontrolle passiert über die Ausübung ihrer Rechte. Als zweites übt der Staat eine Fremdkontrolle aus. Er überwacht sowohl die Nutzung der Daten einzelner Personen als auch deren Schutz. Hierzu macht er allgemeine Vorgaben, die auch Unternehmen betreffen. Und daher üben Unternehmen als dritte Instanz eine Selbstkontrolle über den Datenschutz aus. Ein Unternehmen ist also in der Pflicht, selbst zu kontrollieren, ob es die gesetzlichen Vorgaben einhalten und den Schutz von personenbezogenen Daten gewährleisten kann. Die Maßnahmen dafür müssen kontinuierlich angepasst werden. Wichtig ist, Datenschutz ist nicht gleichzusetzen mit Informationssicherheit oder auch IT-Sicherheit. Denn bei der Informationssicherheit geht es unter anderem darum, wie der Datenschutz technisch umgesetzt wird. Zum Beispiel bei der Speicherung von Daten auf Servern oder anderen Systemen. Ohne die Maßnahmen der IT-Sicherheit jedoch ist Datenschutz nicht wirksam umsetzbar. Wir haben gesehen, eine Dreiecksbeziehung aus Schutzinstanzen ist notwendig, um die Daten von betroffenen Personen umfänglich zu schützen. Aber auf welcher Rechtsgrundlage fußt der Datenschutz? Datenschutz ist ein sogenannter Grundrechtsschutz. Dieser ergibt sich aus Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta. Hiernach hat jede Person das Recht auf den Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.
In Deutschland wurde der Datenschutz schon in den 1980er Jahren als Recht auf informationelle Selbstbestimmung direkt aus dem Grundgesetz abgeleitet. Diese Grundrechte werden wiederum durch die EU-Datenschutzgrundverordnung, also kurz die DSGVO, konkretisiert, die in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt. Darüber hinaus regelt das Bundesdatenschutzgesetz, also das BDSG, weitere spezielle Aspekte auf nationaler Ebene. Den Sinn und Zweck von Datenschutz und seine rechtliche Verankerung zu kennen, ist die Grundlage für die richtige Umsetzung. Kommen wir also zu unserem ersten Quiz. Haben Sie gut aufgepasst? Prima! Damit haben Sie die erste Station bereits geschafft. Machen wir weiter. So, einmal vielen Dank fürs Video. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Ihr Mikrofon noch aus ist, Dr. Jacquemart. Das stellt sich bei Videos automatisch ab. Jetzt auch noch? Jetzt kann ich Sie wieder hören und die Teilnehmer denke und hoffe ich auch. Okay. Wollen Sie sehen auch wieder meine Präsentation hier? Oder? Richtig, die Präsentation können wir wieder einsehen, ja. Ja, dann würde ich es an der Stelle damit belassen. Für alle weitergehenden Infos haben Sie hier die Internetdomain. Das Ganze ist halt in der Zusammenarbeit mit Univado entstanden. Sehr hochwertige Studie, professionelle Sprecherin und die Inhalte stammen auch von Herrn Mütlein. Der eine oder andere wird ihn erkennen als langjähriger GDD-Vorstand und auch erfahrener externer DSB und Rechtsanwalt. Der hat hier entsprechend die Inhalte geschrieben und von da aus dürfen Sie da auch von einer sehr hohen Qualität ausgehen. Gut, ja, dann würde ich es im Sinne der Zeit damit belassen wollen. Aber wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne noch zur Verfügung. Es sind jetzt noch ein paar Fragen aufgetaucht, speziell zum E-Learning. Und zwar haben wir einmal, ob man als DSB auch eine Übersicht bekommt, welche Mitarbeiter das E-Learning bereits durchlaufen haben, um dies zu dokumentieren. Ja, sicher. Ja. Also müssen Sie halt festlegen, wer das bekommen soll, ob das der DSB oder der Datenschutzmanager oder sonst wer ist, der Geschäftsführer. Das kriegen Sie natürlich gewährleistet. Dafür ist genau ja die Accountability gedacht, dass das 100% der Beschäftigten machen und Sie auch dann eine Dokumentation darüber haben, ob Sie jetzt 90% machen und wer die 10% sind, die noch fehlen. Mhm. Und die Frage, ob sich dieses E-Learning im Laufe der Jahre verändert. Stichwort wäre jährliche Schulung von Bestandsmitarbeitern. Diese sollten nicht gelangweilt werden, wenn sie nicht verändernde Schulungen durchmachen. Ja, gut, also es gibt verschiedene Module im Moment. Also das ist jetzt nicht nur ein einziges Modul, sondern ich glaube aus dem Kopf irgendwie 8, 9, 10. Da haben sie schon für jedes Jahr durchaus eine gute Varianz. An der Stelle besteht keine Sorge und das ist ja, wie gesagt, auch ein Lizenzmodell. Wenn es jetzt fachliche Änderungen gibt, dann wird Herr Mütlein die sicherlich einarbeiten und Univado die umsetzen. Und in dem Lizenzmodell bezahlen Sie jeden Monat oder jedes Jahr. Und dann profitieren Sie auch direkt von Anpassungen, wenn da sich Gesetze verschoben haben oder EuGH-Rechtsprechung zur Änderung führte. Super, vielen Dank. Aktuell haben Sie erstmal alle Fragen wieder beantwortet. Ich glaube, wir sind ja dann auch schon etwas mehr über die Zeit. Ja, also wie gesagt, ich bin gerne da. Also ist ja nicht immer so, dass es die Fragen sind. Freut mich. Aber sonst wären wir eine Stunde geblieben, aber für die Fragen haben wir uns gerne Zeit genommen. Alles gut. Ja, es scheint. Noch trudelt nichts Neues ein. Genau, wir lassen in Anführungszeichen einmal einen Countdown laufen. Da kommt noch mal was. Die Kurspreise sind diese pro Kurs und somit auch pro Sprache. Pro Sprache weiß ich nicht, auf Deutsch oder was soll das heißen? Also da würde ich die
fragende Person bitten, genau das sonst noch einmal näher auszuführen. Genau, Deutsch oder Englisch zum Beispiel. Das weiß ich offen gesagt gar nicht, ob die auf Englisch verfügbar sind, aber also auf Deutsch sind die verfügbar und die Preise sind, wie gesagt, abhängig von der Unternehmensgröße. Sie sagen, wie viel Sie haben und dann können Sie das so gesehen abfrühstücken und da können Sie sich dann auch aus den Modulen bedienen. Also das, da sind Sie frei. Also wenn Sie jedes Jahr auch 2 Schulungen geben, dann wird das halt entsprechend einfach mit der Lizenzgebühr verdoppelt die sich dann an der Stelle, weil Sie einfach mehr in Anspruch nehmen. Aber genau diese Kostentransparenz finden Sie auf der Homepage e-learning mit Zertifikat.de. Super. Kann man die Schulung denn auch testen? Das ist auch eine gute Frage, dass das ja Lizenzmodell ist. Können Sie es so gesehen auch nicht dauerhaft runterkopieren oder so? Sprechen Sie es an, also E-Learning mit Zertifikat, da ist man Kontakt angegeben, entweder landen Sie da bei Data Context oder bei Univado und da ist man, auf allen Produkten sind wir bereit, flexibel und individuell zu reagieren. Das können ja, super. Ich habe tatsächlich jetzt auch die Info, dass eine Person wohl einen 14-Tage-Testzugang für die Schulung schon durchgeführt hat. Na dann, funktioniert. Ja, funktioniert. Sehr, sehr gut. Es stellt sich auch die Frage, ob man selbst als DSB auch die Geschäftsführung schulen muss. Ja, also wir haben das jetzt mal als Führungskräfte-Coaching tituliert und das berührt natürlich die ganze Hausleitungsetage, also nicht nur Abteilungs- und Bereichsleiter, sondern Geschäftsführer dürfen sich das auch gerne ansehen. Hervorragend. Ja. Dann ich würde sagen, genau. Fragen können, haben Sie angewähnt, im Nachgang ja zur Not noch geschrieben, geschickt werden. Genau, Sie kriegen die Präsentation. Sie sehen hier auf der letzten Seite meine Kontaktdaten. Und ansonsten ist Herr Schaar von Data Context, das Produktmanagement oder sonst wer, sind wir alle zugänglich. Ich kriege das sonst auch weitergeleitet. Keine Sorge. Super. Dann würde ich mich auf jeden Fall für das sehr informative Seminar bedanken. Auch an die Teilnehmer ein großes Dankeschön, vor allem für die vielen Fragen und die in dem Sinne rege Diskussion. Ja, von mir, herzlichen Dank. Und dann will ich Sie gar nicht länger aufhalten und Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende wünschen. Aber bei Einzelfragen, Beratungsbedarf, melden Sie sich wirklich gern. Dafür stehen wir zur Verfügung. Super. Vielen Dank, Dr. Jacquemart. Und an alle ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen. Tschüss.